Oh yeah. Ooh. Let's have a look. Wow, ultra nice. Guckt euch diese Map an, meine Damen und Herren. Die neue Dust 2 Map überarbeitet ist am Stissel. Und sie sieht echt fucking wonderful aus. Ich werde erstmal nur ganz kurz hier drüber laufen, mir alles angucken und sie dann in einem extra Video tatsächlich, ja, ich mache zwei Videos, nochmal dann genau beschauen. Möglicherweise gibt es dann einige Smokes und Nades und sowas, die komplett neu erfunden werden müssen. Kann das sein? Oder wurde die einfach nur überskinnt? Wurde die nur überschniedelt? Ich weiß es nicht genau. Also das sieht schon nach einer Ummodellierung aus, oder? Krass, wie cool das aussieht. Der gesamte Mittebereich hier, ultra edel. Guck dich das mal an. Die Tiefe kommt viel besser rüber. Aber gut, ich wollte jetzt hier gar nicht großartig drüber erzählen. Ich will mir jetzt erstmal angucken. Wow. Oh, war das auch so hoch damals? Nee. Damals. Gestern, als ich das 2 gespielt habe, war das da auch so hoch. Ich weiß es nicht. Oh. Oh, guck mal hier. Richtig edel. Es ist ja wirklich, also, ist unglaublich, meine Damen und Herren. Ich habe auch extra No-Clip für alle Fälle. Wir gehen mal in den T-Spawn. Oh, guck mal, das Taxi. Wow. Da haben sie sich aber echt Mühe gegeben hier, oder? Guckt euch das mal an. Richtig schick. Der T-Spawn ultra offen. Es kommt einem nicht mehr so verschlossen vor wie früher. Da habe ich mich total unwohl gefühlt da drin. Tabaks. Aha. Diese kleinen Treppchen sind cool, aber man spürt sie nicht. Sie sind zwar ein Stück höher als der Rest hier, aber man spürt sie nicht wirklich. Aber man kann hier nichts kaputt schießen. Das spricht nicht für die neue Map. Das spricht wirklich nicht für die neue Map. Kann man hier noch hoch über diese Säcke? Ah ja. Ach guck mal, man kommt jetzt noch leichter nach oben. Man braucht nicht mehr zwingend diesen Duck Jump, den viele Leute ja auch nicht hinbekommen. Sondern, oh Gott, habe ich das doch kaputt geschossen? Nee. Sondern man kommt sehr, sehr einfach nach oben. Schaut euch mal Tunnels, beziehungsweise Tunnels an. Das ist ja der Hammer. Das ist richtig nice. Okay, dass man in den Himmel close reinschießen kann, das ja, ist aber richtig nice. Das Ganze wirkt viel größer und offener gestaltet als die alte, veraltete Map. Dafür ist das 2 irgendwie voll eingekesselt. Und das ist nicht mehr so hoch, oder? Das war nicht... Beziehungsweise es kommt einem nicht mehr so hoch vor, weil die gesamte Map irgendwie angehoben ist. Da ist The B. B-Spot. Guck mal, das ist schön hier. Das ist gut gemacht. Oh, gemütlich. Ja, Big Box, okay. So, alles am Stissel. Mit Schloss dran. Heidenai Project de Restauration. Ja, so sieht's aus hier. Oh, guck mal hier. Oh, alles hier wohl. Alles hier gerade mal. Oh. Das ist richtig cool mit diesen Lehmklumpen. Und guck mal hier, das Gerüst haben sie fast komplett entfernt und hier wirklich eine gerade Kante hingemacht. Das hier wird 100 pro ein widerlicher Spot, wenn du auf B gehen willst als City und die T's hier schon die Übermacht haben. Oh, und da oben. Oh, sag bloß, man kann da hoch. Ja, oder? Kann man da hoch? Komm schon. Ach, komm schon. Nee, hopp. Das hätten sie einem doch jetzt lassen können. Man kann doch bestimmt irgendwie... Man kann 100 pro einen Boost machen da hoch. Warte mal. Ja, ich kann mich hier einfach... Ich kann mich hier einfach hinno-klippen. Bin ich eigentlich bescheuert? Man kann ja nicht laufen. Das ist nicht Teil der Map. Oh, das ist schwach. Das ist schwach. Hier ist eine unsichtbare Wand. Schade. Aber um zurückzukommen auf das Map-Design, es ist sehr detailliert. Oh, das ist auch ziemlich krass hier. Das war so stark auch nicht, oder? So ausgeprägt. Bin mir nicht sicher. Ach, guck mal, dieses Eck hier. Und hier auf Mitte schon wieder so eine Treppe. Guck mal, nach wie vor easy auf die Box. Ach, guck mal, es wird einem sogar hier mitgeholfen, um auf die Box zu kommen. Weil sie jetzt halt auch viel höher ist. Ja, es ist alles, also die Sprünge wirken einfacher. Deutlich einfacher als früher. Kann man wenigstens auf das Vordach hier, komm schon. Was? Komm, verarsch mich nicht. Man kann nicht auf dieses kleine Vordach gehen. Jetzt schauen wir uns auch Lower Tunnels an. Oh. Es kommt mir nicht nur so vor, als wenn alles größer und höher wäre, oder? Es ist tatsächlich höher. Und auch, ich weiß nicht, ob es größer ist, aber höher auf jeden Fall. Es ist wirklich gelungen. Ich finde hier keine Änderung irgendwie schlecht. Es sieht wirklich richtig, richtig nice aus. Oh, guck mal da. Wo lang geht's denn da? Komm, wir gehen mal lang. Hier kann man laufen. Ha!
Ah ja, auf einmal kann man da laufen. Okay, gehen wir mal da hoch. Ach, so ist das. Okay. Lass mich hier raus! Ich bin sehr zufrieden mit dem Remake. Wirklich nice. Ich werde euch dann im weiteren Video nochmal alles genauer zeigen und alles schön mir richtig im Detail angucken, aber jetzt habe ich es einfach mal gezeigt. Moment, wartet. Taxi, okay. Teleboutique. Und ein Kaffeelade. Schä. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!